Und dementsprechend, wir haben gerade Final Fantasy 7 Musik auf dem Ohr. Da werde ich dann gleich auch noch was kurz zu sagen. Und ja. Ja, und auf jeden Fall ist es halt dann so gewesen, dass ich in der letzten Zeit dahingehend dann ein bisschen geshoppt habe. So, bei Amazon. Ich habe auf meiner Wunschliste bei Amazon eben. Jetzt habe ich das viel zu oft gesagt, aber ist egal. Kriege ich eh nichts für. Wobei, vielleicht muss ich noch öfters Amazon sagen. Amazon, Amazon, Amazon. Vielleicht bekomme ich dann Geld. Wäre ja interessant. Würde mich nicht stören. Also mich würde nicht stören, mal Geld zu bekommen. Einfach so. Amazon, Amazon, Amazon. Dann habe ich auf jeden Fall eine schöne Wunschliste mittlerweile, wo eine ganze Menge Artbooks draufstehen. Auch The Art of Alice in Wonderland, Alice Madness Returns, The Art of Taming Dragons. Was mich einfach nur wegen der Charaktererschaffung interessieren würde, ist eben 20 Jahre The Art of Pixars. Da ist dann zum Beispiel auch der Kung Fu Panda drin. Ne, da zu gucken, wie die diese Charaktere einfach entworfen haben. Was noch? Oh, und eins der wahrscheinlich teuersten Artbooks, die ich bis jetzt gesehen habe. Wenn ich vielleicht sogar... Habe ich ein teureres Buch gesehen als das? Ich glaube, gar nicht. Und zwar handelt es sich um, wer hätte es gedacht, Star Wars. Und zwar die Art of George Lucas Star Wars bla irgendwas. Oh, guck mal, da ist einer müde. Oh, da braucht einfach jemand noch einen Kaffee. Und zwar geht es bei dem Buch darum, wir warten mal, bis sich die Welt hier ein bisschen aufbaut, damit es nicht so stottert. Und zwar geht es bei dem Buch darum, dass da die ganzen Baupläne drinne sind zum X-Wing, der Millennium Falke, wie sieht der von innen aus, wie sind genau die Gänge vom Todesstern, sowas, ne? Weil George Lucas, der war damals, als der Star Wars so weit erfunden hat und dann sich an den Film gemacht hat, war er mit seinen Ideen dazu schon sehr präzise. Also das, man kann dem Mann so einiges an Zeug bestimmt vorwerfen, aber sicherlich nicht, dass er sich nicht genug Gedanken gemacht hätte, um wie denn der Film, also wie die Hintergrundgeschichte zu dem Film wirklich auszusehen hat. So, ich tue die nochmal eben weg, die schon mal da runter. Und das Ding kostet 600 Euro. Und ich glaube, das war gebraucht. Ich glaube, gebraucht 500 und Euro. Moment. Ich brauche noch was von unten drunter. Und zwar die Seastones. Seastone Lamps. Moment, ich nehme hier noch das mit. Und habe ich oben auch einen Tisch? Ja, ne? Bestimmt, irgendwo. So. Und ich habe auf jeden Fall dann weitergeguckt und so weiter und so fort. Und das Ding kostet halt 600 Euro. Was natürlich ein happiger Preis ist. Braucht man sich jetzt nicht unbedingt drüber zu streiten, weil ist einem, also 600 Euro ist für ein Buch halt schon eine ganze Menge Knete. Ne? So, aber es ist ja nicht mal eben irgendein Buch. Das muss man halt dabei auch mal bedenken. Ne? Das ist ja nicht irgendein Buch, sondern das ist halt wahrscheinlich vom Geist her, was den
was die Konzeptionierung angeht, mit eins der Bücher der Bücher. Ich würde es fast nicht, also nicht nur wegen dem Preis, aber wegen den Ideen, die dahinter stecken und der Ausarbeitung, sogar noch vor König der Löwen setzen. Und damit tue ich mich schwer, das zu sagen, weil ich einfach so einen hohen Standard für König der Löwen sehe. Die ganze Ideen, die dahinter stecken und allem. Und weil ich den Film mag. Und vielleicht bin ich da auch einfach nicht objektiv genug. Ja, super. Super Spitzaxt. Und ja, und auf jeden Fall 600 Euro. Concept Art Burg. Ne? Sehr heftig, auf jeden Fall. Würde ich mir auch kaufen. Also wenn ich könnte, hätte ich ein ganzes Regal hier voller Concept Art Books, ne? Ist halt. Ja. Aber einfach nicht drinne. Und ja, da habe ich halt so in der letzten Zeit so ein bisschen nachgeguckt, ne? So. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, da so ein bisschen nachzustöbern. Weil es ist halt unglaublich geiler Scheiß. Wenn man sich da halt, also Star Wars, ey komm, wenn du nachempfinden können würdest, wie George Lucas Star Wars erfunden hat, also wie der zu diesen Ideen gekommen ist, Star Wars zu erfinden, dann kannst du davon ausgehen, bist du unter Umständen in der Lage, ähnlich Großes zu erschaffen. Und deshalb kostet das Buch wahrscheinlich nicht umsonst so viel Geld. Frage ist natürlich, warum gibt man das generell dann überhaupt raus? Aber das ist auch so ein bisschen Fanservice, ne? Gibt ja auch genug Leute, die wollen für sich irgendwelche Sachen nachbauen. Ne, zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Drohne umbauen, habe ich schon mal gesehen, zum Beispiel in der letzten Zeit. Mit einem Chassis. Hat einer seine Spielzeugdrohne so umgebaut, dass die aussieht wie ein Sternzerstörer. Was halt interessant war. Ist halt nicht unbedingt flugtauglich gewesen, das Ding. Aber von der Idee her war es nett. Dass sich einer so viel Arbeit gemacht hat, um da einen Sternzerstörer zu bauen. So. Hinten kommt auch noch so eins hin. Bin ich denn dann jetzt... Ah, siehst du, da muss ich noch nach außen hin jeweils das machen. Ja, super. Ich bin der Beste im Sachen falsch bauen. Definitiv. Also da sollte ich irgendwann mal einen Preis drin gewinnen. Ja, siehst du? Ich kann das. Ja. Hallo, Herr Spiel. Sieh sich doch einfach. So sieht's aus. So, haben wir das? Haben wir das? Das kann ich also wegtun. Die Lampen brauche ich gleich nochmal irgendwann. Habe ich hier einen Tisch auch oben drin? Ich hoffe ja. Ja, und ein Bett. Weil die brauchen wir auch. Und zwar nicht zu knapp. So. So, da vorne habe ich, dann habe ich. Jetzt müssen wir einmal gucken, wo ich hier noch nicht bis nach außen gegangen bin. Machen wir das also auch noch eben fertig. Dach. Ja, habe ich dann ein bisschen viel wieder an Zeit dafür verbraucht, hier Dings zu bauen, ne? Das Dach fertig zu machen mit euch. Aber dann ist es wenigstens auch wirklich fertig. Jetzt. Das Dach. Ne, ist doch schon mal was. Und Betten haben wir jetzt auch überall. Also es wird so noch eine Folge dauern dann. Noch eine. Ah, ich hasse dich.
bis wir das soweit fertig haben. Also komplett das Gebäude. Ich guck mal, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Ich hoffe nur, dass die Aufnahme nicht... Ich sollte es nicht sagen, oder? Ich sollte es gar nicht erst sagen. Nicht, dass es dann passiert, weil ich gesagt habe, es soll nicht passieren. Keine bösen Omen heraufbeschwören. So. Nein, das solltest du gar nicht machen, du Dummspiel. Dummer Jan. So. Haben wir das? Autsch. Jetzt bin ich hier runtergefallen und kann jetzt... Komme ich irgendwie wieder hoch? Nein! So. Ich brauche noch... Jetzt. Habe ich das? Habe ich? Habe ich? Habe ich. Super! Yeah! Dann haben wir das schon mal. Jetzt mache ich hier noch die Balustrade so herum. So, dann haben wir das Dach nämlich schon mal fertig. Hihi. Muss ich auch noch... ich brauche einen ganzen Block noch. Habe ich doch... Wenn ich mich recht erinnere, haben wir ja immer dann da so gemacht, ne? Da, wo das drauf zuläuft, damit dann auch hier unten der Dings bis zum Bums gehen kann. Weißt du doch. Ne? Der Dings da unten, hier bis zum Bums. Nein! Ach, Füße! Okay, das geht. Zup, zup, zup. Und wo ich dann jetzt noch drüber reden werde, eben, ist folgendes. Ich habe natürlich gesehen, dass der... Trailer zu Final Fantasy 7 HD Edition Remake, bla, hast du nicht gesehen, für die PlayStation 4 draußen ist. Habe mir das Ganze auch schon angesehen. Und ich bin mir nicht sicher. Weil ich habe ja, wenn sich der ein oder andere zurückerinnert, habe ich vor Monaten gesagt, dass ich Angst habe, dass die aus dem Spiel was anderes machen. Und irgendwo hat sich das nach dem Trailer, den ich jetzt gesehen habe, bewahrheitet. Achso, fuck, hier ist ja sowas. Ja, muss ich so machen. Irgendwo hat sich das bewahrheitet, weil... Es ist nicht mehr klassisches Final Fantasy 7. Es ist kein rundenbasierendes... ich habe da in diesem Trailer von der PS4 sieht man eben den Kampfablauf und du siehst natürlich ein super tolles Video und so. Da wollen wir jetzt gar nicht drüber streiten, weil es ist einfach geil gemacht. Aber also das Square Enix... unglaublich geile filmartige Videos hinzaubern kann. Das wissen wir spätestens seit Final Fantasy The Spirit Within. Die Mächte in dir. Auf Deutsch, schlecht übersetzt. Aber spätestens seitdem wissen wir, dass die einfach drauf haben, Filme super geil in Szene zu setzen. Und auf jeden Fall haben wir da eben dann gesehen, was man so sehen konnte an Spielmechaniken. Und ich muss leider sagen, ich bin ein bisschen unzufrieden jetzt schon. Weil natürlich ist es immer noch, oder wird es ein saugeiles Spiel sein. Und ich hoffe auch, es kommt für einen PC raus, weil für mich selber werde ich es dann wahrscheinlich nochmal spielen. Aber nicht als Let's Play. Das wäre einfach zu... Wenn es rauskommt, dann wird sich sowieso alles, was irgendwo meint, YouTuber zu sein,
Und ich sehe mich eigentlich gar nicht als YouTuber, sondern einfach als jemand, der nebenbei auf YouTube ein paar Videos hochlebt. Wie habe ich das denn da gemacht? Habe ich dann da auch eine Schicht nur Steine? Muss ich drüben gucken. Und auf jeden Fall, da wird sich ja eh alles, was sich irgendwie YouTuber nennt, wird sich da drauf stürzen. Wie die Hyänen auf ein kleines Kind, was sich gerade verlaufen hat. Es wird eine ganz unschöne Sache eigentlich sogar werden. Ach so, ne? In die großen Fenster, einmal so. Um das dann da vorne abzuschließen, dann oben drauf. Ja, gut. Ja, genau, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, warum ich es nicht so gut finde, genau. Und zwar war ich halt, wie gesagt, ich habe am Anfang, habe ich schon befürchtet und gesagt, dass die da halt ein anderes Spiel draus machen. Beziehungsweise, die das für die Zeit, in der wir jetzt leben und den Spielern, wie sie jetzt sind, so nicht mehr auf den Markt bringen können, weil einfach Final Fantasy 7, wie wir ja gesehen haben, vor kurzem auch noch ein Spiel ist, wo du auch mal sehr viel mit Frust zu kämpfen hast und wo es Stellen gibt, wenn du da halt versagst, dann kommst du an dem Spiel einfach nicht weiter. Oder beziehungsweise dann ist halt eine bestimmte Möglichkeit für dich ab dem Moment nicht mehr vorhanden. Ja? Und auch die Spielmechanik, rundenbasierte Kämpfe, haben sie da rausgenommen. Also das ist halt eine der Sachen, die mir direkt aufgefallen ist. Ich habe 2 Sekunden das Kampfsystem gesehen, im Endeffekt sieht man in dem Trailer. Und Sie haben bei sich selber geklaut. Es ist Square Enix, aber sie haben bei sich selber geklaut. Wer hat gesehen, wovon das Kampfsystem geklaut ist? Ja? Ja? Hier kurz anhalten, nachgucken. Richtig, bei Kingdom Hearts. Es ist einfach, die Kampfmechanik ist genau die gleiche wie bei Kingdom Hearts. Und ich habe oft genug gesagt, dass ich Kingdom Hearts unglaublich liebe. Ich mag das ja unglaublich gerne, das Spiel. Was mich halt nur abgehalten hat, das Ganze als Let's Play zu machen, ist halt, dass das Einzige, was man davon bekommen hat als HD-Remake, war eben ohne deutsche Synchro. Und das fand ich halt so super schade, weil die deutsche Synchro wirklich fabelhaft gewesen ist. Das ist einer der wenigen Spiele. Habe ich auch schon oft genug gesagt. Habe ich oft genug drüber geheult. Aber das ist es eben. Und ja. Also das Kampfsystem ist zwar schon gut. Schon geil. Aber es ist einfach nicht Final Fantasy 7. Das ist eben der Unterschied. Ne? Also es ist einfach nicht Final Fantasy 7. Ja, und man kann natürlich jetzt die Argumente vorbringen, ja, aber man muss mit so einem Spiel ja auch mit der Zeit geben. Und dann, ja, aber dann hätte man auch ein neues Spiel machen können einfach. Und nicht sagen müssen, ja, das ist Final Fantasy 7 Remake. Sondern dann hätte man direkt sagen können, dann macht man ein neues Spiel. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Metal Gear Solid einen neuen Teil von mache und da ist zwar noch mit denselben Charakteren und so, aber dann plötzlich musst du in so Go-Karts rumfahren, dann fragst du dich auch, was soll die Scheiße? Ja, weil das ist einfach nicht mehr das Spiel. Ja, es ist dann nicht mehr Stealth-Action, wo einer durch die Gegend schleicht, sondern es ist dann halt ein Go-Kart-Spiel. Und Final Fantasy war einfach ein rundenbasierendes Fantasy-RPG und jetzt ist es halt ja, Devil May Cry
Final Fantasy Edition. Ist halt meine Meinung. Natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, ja, bla, ich hab keine Ahnung. Bla. Ja, okay, gut, dann habe ich halt keine Ahnung. Muss ich mich damit zufrieden geben, keine Ahnung zu haben. Beziehungsweise muss ich wohl einsehen, dass ich da falsch liege. Oder auch nicht. Ich kann ja schließlich genauso engstirnig sein wie alle anderen auch. Ich darf ja meine Meinung behalten. Wobei, ich glaube, anhand der Erklärung, die ich gerade geliefert habe, wird schon ziemlich eindeutig, worauf es hinauslief und dass ich schon tendenziell recht habe. Sonst hätte ich das ja so auch nicht erklärt. So, das aber auf jeden Fall zu Final Fantasy VII. Ich freue mich dennoch drauf. Also ist jetzt nicht so, als würde ich dann sagen, okay, scheiß Spiel. Ne? Also, das ist dann falsch. Ne? Das wäre dann falsch verstanden bzw. falsch interpretiert. Sondern mich stört einfach wirklich nur die Tatsache, dass es einfach nicht mehr das Spiel ist, was es mal war. Und wie ich jetzt nochmal wiederhole und wie ich von Anfang an und auch vor Monaten gesagt habe, habe ich Angst gehabt oder befürchtet, und das ist halt das, was sich nun bewahrheitet, dass sie einfach ein anderes Spiel daraus gemacht haben, weil so ein Spiel in der Art gibt es eigentlich nicht mehr. Oder beziehungsweise gibt es nicht mehr erfolgreich. Sagen wir das mal so. Natürlich gibt es noch Hunderte und vielleicht sogar Tausende, ich habe genug gesehen davon, von so Japano-RPGs, ja, wo dann der Bildschirm so wie jetzt kurz stehen bleibt und dann siehst du links ein paar Mannequins stehen, rechts, und wenn die miteinander reden wollen, dann kommt immer so bis in die Hälfte des Bildschirms kommt so eine gezeichnete Anime-Figur rein, wo dann unten kurz ein Text lang ploppt. Und dann sind da natürlich irgendwelche Anime-Figuren, die irgendwie Titten haben, die irgendwie viermal so groß sind wie den ihr Schädel und so. Ne? Natürlich gibt's die immer noch. So, aber die sind nicht umsonst alle erfolglos geblieben. So, da muss noch eine Reihe drauf, und also hier kommt noch eine Reihe drauf und dann kommen Slaps. Es regnet. Fuck. Ich hab kein Holzball. Ich geh mir eben weißes Holz besorgen. Gib das Hanf frei. Eieiei. Eieiei. Ich weiß nicht mal, warum ich da gerade drauf komme. So. Mach ich mir noch mehr. Wir können eigentlich nie genug Treppen haben. Und da werde ich dann auch später noch gucken, wie man hier aufs Dach kommt. Vielleicht gibt es wirklich einfach hier hinten irgendwo dann nochmal eine Leiter bis nach oben. Oder hier. Oder vielleicht hier. Das macht eigentlich fast Sinn. Damit wir, wenn Arbeiten sind, dann kann man hier irgendwo über via Leiter aufs Dach kommen. Das macht irgendwo auch Sinn. Ne, kann ja auch sein, dass mal so ein von Kabel Minecraft jemand vorbeikommt und der muss hier halt Internet legen für die Leute. Und dann muss der natürlich irgendwie aufs Dach kommen, um unter anderem auch das Satellitenfernsehen zu installieren. Verdammt. Ne? Kann ja mal vorkommen. So.